Herzlich willkommen zurück hier bei der World of Trading, bei der Trader-Messe. Und wir freuen uns auf den nächsten Referenten, denn David ist da, David Wotzka. Er ist der Händler bei Heavy Traders. Und Heavy Traders, die haben im Kurzfristhandel auf Hebelzertifikate umgestellt. Und David kann uns jetzt erzählen, warum, was das Ganze mit der Verlustverrechnung zu tun hat, ein heißes Thema dieses Jahr. Und was jetzt sinnvoller ist, eben Hebelprodukte oder Hebelzertifikate oder CFDs. Und damit, ja, Feuer frei. David, herzlich willkommen und viel Spaß an alle. Vielen lieben Dank, Bianca. Ja, von mir auch ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Vortrag, muss man sagen. Für uns eigentlich wirklich sehr untypisch, weil wir uns doch eher so um den Live-Handel kümmern, logischerweise, also hier auf unserem Trading Floor. Also die Regie kann sicherlich auch mal unser ganzes Bild hier mal kurz einblenden. Also tendenziell sind wir aktuell 5 Händler. Wir sind auf der Suche sogar nach noch mehr Händlern, die das ganze Programm noch etwas mehr ausfüllen können, wie sowieso jetzt schon. Fakt ist auf jeden Fall, wir mussten 2020 schon eine wichtige Entscheidung treffen. Und zwar waren wir doch schon, ich sage jetzt mal Fans, Anführungsstrichen, von CFDs im CFD-Bereich. Der ein oder andere hat auch Futures gehandelt hier bei uns auf dem Floor. Und 2020 kam eben dieses Thema auf der Verlustverrechnung, was, ich denke mal, schon recht ausgiebig thematisiert wurde. Aber die Fakten, die wurden dann doch schon immer, das merkt man jetzt auf jeden Fall, 2021, nie so wirklich auf den Tisch gelegt. Also es gelangt so ein bisschen in Vergessenheit. Wir bekommen jetzt komischerweise immer mehr Zuschriften auch, also gerade bei Heavy Traders, die dieses Thema halt angeht. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir im CFD-Bereich noch so ungefähr 10% der Trades hier umsetzen auf unserem Trading Floor, also von unseren Händlern jetzt hier. Aber hauptsächlich wirklich komplett auf den Zertifikatehandel, also hauptsächlich Hebelzertifikate, da umgestiegen sind. Das hat gewisse Gründe und diese Gründe will ich auf jeden Fall heute vortragen. Wir können dann gerade mal in den Monitor wechseln. Da seht ihr zum einen das ganz klare Thema, also Hebelzertifikate versus CFDs. Und das ist natürlich jetzt ein Thema, was jetzt definitiv nicht neu ist. Dieser Vortrag wird, glaube ich, auch so ungefähr seit 10, 15 Jahren hier in Deutschland geführt. Es geht aber nicht darum, einfach nur die Vorteile und Nachteile jetzt gegenüber diesen zwei Derivaten aufzuzählen, sondern es steht ganz klar die Verlustverrechnung im Fokus, die wir halt bei uns schon im September 2020 geführt haben, eher sogar davor und uns dann ganz klar, nachdem dieses Thema publik wurde, also das Bundesfinanzministerium hatte hier ganz klar Termingeschäfte und was das dann heißt, das werden wir auf jeden Fall im Laufe der Zeit jetzt hier besprechen, in den Fokus zu nehmen und diese halt bei der Versteuerung, da ich sag mal diesen so gewissen Schalter umzulegen, die halt diese etwas hochspekulativeren Instrumente, weil das sind sie, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, so ein bisschen anders eben anzusehen, zu besteuern. Da sollte es angeblich um Anlegerschutz auch gehen, aber natürlich sind das alles Maßnahmen, die man hier und da so ein bisschen in Frage stellen kann. Aber da vielleicht auch der Hinweis, also der CFD-Verband, der ist ja auch schon dabei, da so ein bisschen Gegenwind zu geben, mal gucken, wie effektiv das ist. Wir bekommen ja jetzt auch, ich sage jetzt mal, eine neue Bundesregierung. Mal schauen, ob sich da eventuell was ändert. Vielleicht, wenn wir da so einen kleinen Teil FDP mit reinbekommen, die ja auch eher so ein bisschen für ja die Deregulierung sind, könnte sich da vielleicht was ändern. Aber solange das der Fall ist, mussten wir für uns die Entscheidung treffen hier bei Heavy Traders und sind deshalb hauptsächlich wirklich auf den Zertifikatehandel umgestiegen, der aber auch für den aktiven Handel auf jeden Fall geeignet ist und eben diese ganzen Nachteile, diese Verlustverrechnung leider hier mitbringt, nicht so ganz eben, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also die Verlustverrechnung nicht ganz hier mit in diese Sache mit einbringt. Aber ich gehe mal der Reihe durch, weil das führt sich dann natürlich dann schon fort, ja, im Laufe des Vortrags. Erstmal nur ganz kurz, der Referent, da geht es gar nicht um Selbstbeweihräucherung. Nein, ich bin einfach nur ein Händler hier bei uns auf dem Trading Floor. Wir sind an der Zahl 5 Leute momentan. Man kann uns beim Live-Trading zwischen 8.30 Uhr und eben 17.30 Uhr zuschauen. Und da wäre halt dann auch direkt dieser Punkt, was ist überhaupt Heavy Traders? Ja, wir sind 2020, also wir sind eigentlich noch recht jung, kann man sagen. Also dieses Projekt, diese Idee ist 2019 entstanden. Wir sind dann Januar 2020 auf den Weg mit Heavy Traders gegangen, haben diesen Trading Floor etabliert. Das ist so eine Art
Big Brother-Format. Also ihr braucht aber auch keine Angst zu haben, hier setzt sich keiner irgendwie nackig in die Wanne, sondern hier geht es wirklich rein um den Handel. Es ist ganz einfach ein Trading-Floor im Big Brother-Stil und bis zu 6 Händler haben hier eben die Möglichkeit zu sitzen. Aktuell sind wir 5, das habe ich jetzt schon 3-mal gesagt. Und zu den Zahlen und Daten und Fakten kann man mittlerweile sagen, worauf wir auf jeden Fall sehr stolz sind. Also wir haben so etwas wie eine kostenfreie Mitgliedschaft und die Plus-Mitgliedschaft. Wir haben mittlerweile 16.900 kostenfreie Mitglieder. Vielleicht wird uns der ein oder andere vom Aktionär-TV kennen. Wir haben dort eine tägliche, ja, ich sag mal, so ein Trade des Tages, den wir im Team vorstellen. Und dann laden wir dort immer herzlich eben auch Interessenten ein, dann heavytraders.live beizuwohnen. Und die Plus-Mitgliedschaft, die wir auch haben, die gibt sozusagen so eine volle Transparenz, dass man eben auch sogar außerhalb des Livestreams, den wir haben, also wir sind täglich live, wirklich 8:30 und 17:30, dass man auch außerhalb des Livestreams alles mitbekommt. Das heißt, wenn hier jemand einen Trade eröffnet, schließt, was auch immer, ein Trade-Update irgendwie festsetzt, das kann eine Stop-Loss-Anpassung sein etc., dann bekommt man das aufs Smartphone und kann dann natürlich da schon dem Livestream beiwohnen. Also man bekommt halt sozusagen alles mit, sobald eben Action passiert. So viel zu Heavy Traders, aber wir kommen später dann nochmal dazu, weil wir haben nämlich so ein kleines Goodie für die WOT-Besucher oder beziehungsweise WOT-Zuschauer. Deswegen lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Das kommt dann aber zum Ende des Vortrags. Dort haben wir dann einfach nochmal so einen Gutschein für euch bezüglich der Plus-Mitgliedschaft, dass ihr das vielleicht einfach mal kostenfrei und unverbindlich ausprobieren könnt. So, dann gehen wir mal weiter. Kommen wir jetzt mal zum Thema. Also die Verlustverrechnung bei Termingeschäften. Kleiner Schluck davor. Was sind überhaupt Termingeschäfte? Weil das Bundesfinanzministerium hatte und es ist erstmal wirklich die Praxis. Ich habe später auch noch mal so ein kleines Rechenbeispiel für euch da vorbereitet und wir werden dann natürlich noch mal auf Hebelzertifikate schauen, auch einen Vergleich mal machen, noch mal zu CFDs, wie das Ganze jetzt eben ausschaut. Was sind Termingeschäfte? Das Bundesfinanzministerium war am Anfang noch wirklich recht, ich sag mal unkonkret, ja, bezüglich der Bestimmung, was gehört da eigentlich dazu? Dieser Begriff wurde einfach in den Raum geschmissen und später hatte man sich dann eben nochmal korrigiert. Dazu zählen also Futures, Optionen, CFDs, die zu dieser Verlustverrechnung berücksichtigt werden. Ausgenommen sind Hebelzertifikate, Optionsscheine. Gut, Knockouts ist im Prinzip eine andere Bezeichnung für Hebelzertifikate. Die heißen dann auch mal Turbos. Also da gibt es ganz verschiedene Begrifflichkeiten teilweise, die verwendet werden, je nachdem, was für einen Emittenten man hat. Ganz wichtig ist aber bei dieser Sache, dass man auf jeden Fall weiß, dass eben gerade wenn es um diese Verlustverrechnung geht, diese steuerliche eben Futures, Optionen, CFDs dazugehören. Ich habe vorhin, also beim Vorredner oder bei demjenigen, der vorher den Vortrag erhalten hatte, auch den Begriff Optionen gehört. Also da wird wohl mit Optionen gearbeitet und diese betreffen natürlich auch die Sache. Das heißt jetzt tendenziell nicht, und es geht mir auch gar nicht darum, bei diesem Vortrag irgendwelche derivativen Instrumente schlecht zu reden. Fakt ist einfach nur, ich wiederhole das dann nochmal, also bei Heavy Traders musste die Entscheidung gefällt werden. Wenn wir mit, ich sag mal, Kapital zwischen 20.000 und 50.000 Euro arbeiten, was bringt auch nicht nur uns, sondern auch unsere Zuschauer, weil wir können uns natürlich vorstellen, dass der ein oder andere hier den Weg, also eines Trades dann logischerweise mitgeht, was könnte eventuell Ende 2021 das für Probleme mitbringen. Ja, am Ende kann vielleicht aus einem Gewinn Verlust werden. Das zeige ich euch aber gleich nochmal in der Beispielrechnung. Fakt ist, es gibt eine neue Regelung seit 2021, dass Gewinne schön uneingeschränkt versteuert werden, aber Verluste bis zu einem Schwellenwert anrechenbar sind. Das erste Mal, als ich, sage ich mal, das gesehen habe, hatte ich mir gedacht, okay, ist das ernst gemeint? Ich muss da was falsch verstehen. Aber eigentlich ist es wirklich sehr, sehr simpel, also simpel schlecht, sage ich jetzt mal. Der Schwellenwert liegt bei, der Schwellenwert, der liegt bei 20.000 Euro, was diese Verluste betrifft. Das waren zeitweise mal 10.000. Durch heftigen Prozess hat man das jetzt nicht wirklich verändert. Man hat einfach nur diesen Schwellenwert erhöht. Das löst aber unserer persönlichen Meinung nach, also nachdem wir das, wie gesagt, ausgetextet haben oder ausgesprochen haben mit unseren Händlern hier, nicht das Problem. Was auf jeden Fall wenigstens gleich geblieben ist, das ist die Steuer. Also die muss man trotz alledem bezahlen. Abgeltungssteuer 25% plus natürlich den Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls eben Kirchensteuer. Das heißt, im Schnitt, wenn wir jetzt mal die Kirchensteuer weglassen, kommen da 26% zusammen, die natürlich pro Gewinn im Prinzip anfallen. Wie ist das jetzt aber ganz konkret in einem praktischen Beispiel
auch zu sehen, ja, bei dieser Verlustverrechnung. Ich habe das jetzt, ihr seht es jetzt sofort auf einen Blick, weil ich glaube nicht, dass man das nach und nach irgendwie verstecken muss. Also gehen wir mal jetzt davon aus, das Startkapital ist bei 20.000 Euro. Jetzt stehen hier natürlich Gewinne von 50.000 und Verluste von 45.000, wo im Prinzip ein Gewinn übrig bleiben würde von 5.000 Euro. Uns geht es jetzt auch gar nicht darum, dass irgendwie in eine, na, wie sagt man so schön, in eine unverhältnismäßige Situation hier zu stellen. Wir gehen davon aus, dass gerade bei aktiven Händlern, und das ist hier der wichtige Begriff, also diese Schwankung, ja, die Volatilität der Gewinne und Verluste durchaus realistisch dargestellt ist. Ja, mit 20.000 Euro kann ich im Prinzip viel bewegen, sage ich jetzt mal, weil wir reden ja hier immer noch von Hebelprodukten, ob das CFDs sind, Optionen, Futures, und eben Hebelzertifikate. Das heißt also, diese Volatilität der Gewinne und Verluste ist durchaus realistisch. Und wenn ich eben am Ende des Jahres hier ja, einen Gewinn habe von 5.000 Euro vor Steuern, fällt jetzt folgende Rechnung an. Ja, bei diesen Gewinnen, die natürlich sich nicht nur zusammensetzen können aus drei Positionen, ganz im Gegenteil. Also aktive Händler machen ja teilweise mehrere hundert Positionen, bis vielleicht sogar über 1.000. Also bei manchen Professionellen, das habe ich jetzt auch mal mitgekriegt, aus dem ein oder anderen Webinar oder auch eben im Vortrag, wo teilweise von 1.000, 2.000 Positionen gesprochen wird. Das ist natürlich dann schon wirklich sehr, sehr aktiv. Aber ich denke mal, umso mehr werden mir dann diese Händler zustimmen, dass gerade diese Situation durch die Verlustverrechnung ja schon in eine gewisse Problematik gerät, die teilweise wirklich sehr unentspannt sein kann für eine Position und zumindest auch für ein gewisses freies Handeln, ja, an der Börse. Fakt ist, seit dem 1.1. müsste man jetzt folgende Rechnung ansetzen. Zu versteuernder Gewinn, die vollen 50.000. Der anrechenbare Verlust aber liegt nur bei 20.000 Euro. Das gibt jetzt dann eben das Ergebnis, dass ich 30.000 Euro versteuern muss. Und das muss man natürlich am Ende eines jeden Jahres im Prinzip machen, über die Einkommensteuererklärung, Veräußerungsgeschäfte und so weiter. Ich bin natürlich jetzt kein Steuerberater, um Gottes Willen, das soll auch keine Steuerberatung sein. Da würde ich einfach bitten, sich dann nochmal an den Steuerberater seines Vertrauens zu wenden. Fakt ist, die Abgeltungssteuer plus der Soli, das wären dann eben diese 26,375%. Und das ergibt jetzt ein Steuerergebnis, ja, von 7.912,50 Euro. Das heißt also, ich mache im Prinzip, wenn ich jetzt hier diesen Gewinn natürlich gegenrechne, trotz alledem einen Verlust von 2.912,50 Euro bei diesem Beispiel jetzt lediglich. Jetzt ist das natürlich ein negatives Beispiel. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, super, ich mache jetzt aber zum Beispiel einen Gewinn von 15.000 Euro. Das heißt also, mein Endsaldo ist nicht bei 25.000, sondern ist bei 35.000 Euro. Was ich nicht vergessen darf, ist dann, dass mein versteuernder Gewinn natürlich steigt. Die Steuer würde dann also natürlich auch steigen. Ich könnte aber vielleicht, wenn ich Glück habe, plus minus null rauskommen, beziehungsweise dann schon mit einem Plus. Das wäre dann das optimalere Ergebnis. Und auf der anderen Seite müsste man jetzt aber auch das Negativszenario mal in Anspruch nehmen. Was ist, wenn ich gar keinen Gewinn habe? Ja, und was ist, wenn ich im Prinzip hier jeweils Verluste habe, auch von 50.000, also plus minus null? Das heißt, ich zahle von meinem Konto, wo im Prinzip auch nur noch 20 oder wo immer noch 20.000 Euro drauf sind zum Ende des Jahres, immer noch meine volle Steuer hier. Ja, das heißt also, dann bin ich im Prinzip noch mehr im Minus. Ja, und umso höher dann vielleicht auch ein Verlust eben ausfällt, umso problematischer wird diese ganze Situation. Und jetzt kann man meinen, da gibt es natürlich dann die sagen, okay, das brauche ich eigentlich nicht zu beachten, weil so viel Verluste mache ich nicht übers Jahr verteilt. Das kann ja auch sein, wenn das jeder für sich im Prinzip berechnet. Also bei uns war ja auch das Ziel, dass wenn wir uns zusammensetzen, einfach dieses Risiko, ja, von diesem ganzen Steuerthema eben überhaupt gar nicht haben. Und was man dann eben an Möglichkeiten hat, ja, das haben wir in Anspruch genommen, nämlich einfach das Produkt zu wechseln. Ich weiß, es gibt dann einfach so gewisse Themen, wo man sich die Frage stellt, CFDs, Futures, ja, die jetzt gerade auch immer mehr an Popularität gewinnen und so weiter. Auch das Optionsthema, das kommt auch immer mehr auf, das merkt man auf jeden Fall. Wir haben dazu einfach so eine bestimmte Meinung, dass wir also bei Heavy Traders jetzt nicht uns so wirklich eigentlich fokussieren auf das Derivat, mit dem wir die Märkte halt handeln. Hör ich da jetzt was? Nee. Also mit dem Derivat, mit dem wir das handeln, sondern es geht uns natürlich ganz klar um die Einschätzung des Basiswerts. Also das ist das Wichtigste für einen Trader, dass er weiß, ich sage jetzt mal, wie man, ich sag mal, seine Strategie, die man hat, ganz klar auf dem Chart umsetzt oder eben auch in der fundamentalen, in der Makroökonomie und so weiter und dann eben sein Trade platziert, mit welchem Derivat ich dann diesen Weg gehe, den ich gehen will, also Long oder Short, das sei dann dahingestellt. Zu diesem Thema kommen wir dann auch gleich. Dann geht es nämlich darum,
einfach wirklich auch zu schauen, gerade, ich habe jetzt nur dieses eine Thema CFDs eben aufgenommen, Futures, Optionen, wie gesagt, das zählt definitiv auch dazu, mit denen man eigentlich auch dieselben Dinge machen kann, ja, wie eben mit Hebelzertifikaten und CFDs. Also Fakt ist, Punkt Nummer eins, ihr seht es hier, natürlich kann ich sowohl mit Hebelzertifikaten als auch mit CFDs Märkte long und short handeln, das ist klar. Also ich denke mal, das wird für die meisten, die natürlich schon länger dabei sind, definitiv also auch eben Fakt sein, ja, und jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Dann kommen wir schon wieder zu einem gewissen anderen Punkt, der sich ja auch bei CFDs in gewisser Weise geändert hatte. Bei CFDs gibt es seit 2-3 Jahren eben die Hebelbeschränkung, die jetzt nicht unbedingt zwangsläufig negativ ist, um Gottes Willen. Also man hat natürlich das begründet, indem man den Tradern ein gewisses Risiko dort rausnimmt. Also ich bin sowieso der persönlichen Meinung, die größten Risiken geht man ein, wenn man nicht weiß, was man tut, ja, wenn man nicht weiß, wie man mit den Produkten umgehen muss. Also da könnte man auch damals mit einem Hebel von 500 klarkommen im CFD-Bereich. Auf jeden Fall wird meiner persönlichen oder unserer persönlichen Meinung auch damit einfach so ein bisschen die Freiheit genommen. Ja, das ist der Punkt Nummer eins. Das hat jetzt noch nichts mal was mit der Verlustverrechnung zu tun. Fakt ist, ich bin einfach dann auch mittlerweile, ja, bei den Hebelzertifikaten flexibler, weil ich wenig Kapital brauche für den weniger Kapital sozusagen für den gleichen Trade. Und ihr seht es jetzt hier, ich habe jetzt einfach mal Morgan Stanley als Quelle genommen. Hat auch hauptsächlich damit zu tun, dass wir ungefähr 50%, wenn nicht sogar mehr, unserer Trades also mit diesem Emittenten umsetzen. Auf der anderen Seite ist es dann noch ein anderer. Hat was mit der Preisgestaltung zu tun, mit den Spreads logischerweise. Also wir gucken hier als Händler für sich, ja, gucken natürlich auch auf die Kosten und auch die Spreads unterscheiden sich bei den Hebelzertifikaten. Einfach ein fairer Partner, mit denen wir dann im Prinzip arbeiten. Ich werde auch später nochmal auf die Webseite gehen, natürlich auch ein praktisches Beispiel mal raushauen sozusagen, ja, was den DAX zum Beispiel betrifft. Es gibt zum Beispiel dann hier jetzt in der aktuellen Situation, das variiert natürlich auch, ich hatte mir das vorgestern angeschaut, da waren zum Beispiel Hebel möglich bis zu 71. Heißt jetzt nicht, dass das jetzt toller ist, ja, einen höheren Hebel zu haben und ein höheres Risiko einzugehen. Fakt ist immer noch, wie viel Stück kaufe ich dann davon und so weiter. Ne? Also wie viel Volumen nutze ich überhaupt. Das ist auf jeden Fall dann zum einen der Vorteil, dass ich eine geringere Kapitalanforderung habe. So, dann auch ein Vorteil, den wir auch mit der Zeit einfach so festgestellt haben und natürlich dann auch unsere Zuschauer als Beispiel. Beim CFD brauchst du eine Kontoeröffnung bei einem speziellen Anbieter. Die fällt natürlich bei Zertifikaten weg, ist ein börsennotiertes Produkt. Das heißt also, kann ich bei jeder Depotbank oder eben Broker halt handeln, der mir den direkten, ich sag mal, Börsenzugang auch gibt. Ja, dann weiterer Vorteil, den die Hebelzertifikate hier in dem Fall auch mitbringen, die auch wieder was mit dem gewissen Risiko zu tun haben. Da geht es um die Begrenzung auf das Kapital, was ich pro Trade im Prinzip einsetze. Bei Hebelzertifikaten ist das ganz klar. Also wenn ich für 2.000 Euro Hebelzertifikate kaufe, dann kann alles passieren am Markt. Ich verliere nur diese 2.000 Euro. Tue ich das aber bei CFDs, ich öffne eine Position, die zum Beispiel das gleiche nominale Volumen hat, also den gleichen Umsatz im Prinzip mitbringt, dann hört die Position erst auf, ich sage jetzt mal zu laufen, wenn ich natürlich keinen Stop-Loss platziere, ganz wichtig, wenn mein Konto ist, auch wenn auf meinem Konto kein Geld mehr ist. Ja, das heißt, er schöpft immer vom gesamten Kapital, welches sich auf diesem Trading-Konto dann befindet. Dann haben wir hier dann nochmal die Situation, dass natürlich bei CFDs, also du hast ein Finanzinstrument, das ist dann zum Beispiel der DAX und du hast natürlich dann darauf ein CFD. Ja, bei Hebelzertifikaten ist das so, du hast Dutzende Wertpapiere teilweise, die man eben auf seinen Trade abstimmen kann. Das heißt, ich kann meine günstigere Option dafür wählen. Ich kann natürlich auch zwischen Emittenten wählen. Du kannst dann auch Scheine wählen, die zum Beispiel automatischen Stop-Loss haben, verschiedene Knockout-Schwellen und so weiter. Also für viele, denke ich mal, jetzt keine Neuheit. Aber es geht einfach darum, so ein bisschen vielleicht den Gedanken hervorzuheben, alleine wegen der eben Verlustverrechnung, hier so ein bisschen in dem Bereich, also was diese derivativen Produkte angeht, die eben erstmal davon betroffen sind. Warum sage ich erstmal? Weil ja immer wieder dagegen geschlagen wird. Also ich habe es vorhin erwähnt, ja, vielleicht mit einem neuen Finanzminister, der vielleicht Christian Lindner heißt, wer weiß. Ich habe ja immer mal wieder so ein paar Interviews mitbekommen, der sehr viel davon hält, auch gerade, ich sag mal, den etwas spekulativeren Bereich die Freiheiten zu geben. Schauen wir mal. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, da wird ja noch diskutiert. Also das sind alles solche Themen, die uns, ja, ich sage jetzt mal so als Händler, hier auch beschäftigen. Also es geht nicht nur um Pips, um Punkte und um Prozente, sondern auch eben um solche Themen, die wichtig sind, einfach
losgelöst ja, zu handeln hier an den Märkten und sich nicht mit solchen Dingen aufzuhalten. Deswegen dieser Produktwechsel. Also Hebelzertifikate in der Praxis. Wie sieht das jetzt aus? Also ich habe euch jetzt mal ein Szenario mitgebracht. Das wäre jetzt hier erstmal die Produktseite von Morgan Stanley, weil da will ich eigentlich ein konkretes Beispiel rausholen. Ich will euch aber auch erstmal, reden wir einfach erstmal über eine Trading-Idee, ja, die jetzt eigentlich als Beispiel hier dienen soll. Ich habe mir auch hier auf Basis von CFDs mal was notiert, wie wir es, ich sage jetzt mal, damals gemacht haben und wie man das jetzt ganz einfach mit Hebelzertifikaten macht. Und zwar, also DAX steht aktuell bei, was sehen wir, Wochenschluss 15.193 Punkte. Ist nicht schlecht, was er die letzte Woche gemacht hat. Also man merkt auf jeden Fall, dass hier bei 14,8 ja schon so ein gewisser Support auch eben ist. Fakt ist auf jeden Fall, ich will jetzt gar nicht, das ist auch gar nicht mein Bereich, also ich bin im Devisenbereich aktiv hier bei uns. Fakt ist auf jeden Fall, ich würde jetzt mal tendenziell einfach sagen, der DAX hätte das Potenzial, Anfang der Woche vielleicht auf, sagen wir mal, 15,1 nochmal runterzugehen. Ich glaube, der ist bei 15.000 Punkten ganz gut unterstützt. Das heißt also Einstieg bei 15,1, sage ich jetzt mal, und Stop-Loss, sagen wir jetzt mal, bei 14,9. Das heißt also Risiko 200 Punkte in dem Fall. Auf der Oberseite, lasst uns mal das Ziel bei 15,6 setzen, 1:2 Chancenverhältnis, alles gut, könnte ein sauberer Trade werden. So, jetzt habe ich also diese 200 Punkte Risiko und habe eine Chance von 400 Punkten. Und wenn ich jetzt einfach mal ein passendes Zertifikat für diesen Trade auswähle, ich sage euch gleich den Vergleich zum CFD, was exakt dann der gleiche Trade wäre. Also bei den Hebelprodukten, ich hatte es ja auch schon gesagt, da gibt es teilweise verschiedene Bezeichnungen. Ihr seht es zum Beispiel auch hier, Mini-Futures, Turbos. Also da sieht man zum Beispiel den Unterschied beim Turbo-End und dem normalen Turbo, sage ich jetzt mal, ist einfach der Unterschied. Die Turbos haben ein, ich sag mal, Enddatum. Die laufen irgendwann mal aus. Beim Turbos-Endprodukt, sage ich jetzt mal, hast du keine Laufzeitbegrenzung, außer natürlich die Sache erreicht mal den Knockout. Und da bin ich jetzt auch gerade, also bei diesen Turbo-End-Produkten, handeln wir auch hauptsächlich, dass sie eben keine Laufzeitbefristung haben, finden wir persönlich am besten. Gibt einfach wieder mehr Freiheit, ja, ohne auf solche Daten dann zu achten. So, was haben wir jetzt? Also Basispreis habe ich jetzt mal sehr eng gewählt am aktuellen Stand, also des DAXes, hat damit zu tun, dass man dadurch natürlich, ich sage jetzt mal, den höheren Hebeleffekt hat. Fakt ist aber auch, dass man einfach für das Zertifikat am wenigsten Geld hinterlegen muss für ein gewisses Volumen, vielleicht pro Punkt, was ich handeln möchte. Das heißt also, ich nehme jetzt einfach mal dieses hier, ja, Basispreis, Knockout-Barriere. Ihr könnt euch erinnern, ja, die 15.000 Punkte sind sowieso mein Stop-Loss. Das heißt, die Knockout-Barriere hier bei 14,7, die werde ich nicht erreichen, weil ich bei meinem Broker auch schon Zertifikatehandel einen Stop-Loss hinterlegen werde. Fakt ist, der Hebel, und das ist jetzt die Problematik, ich habe das vorhin schon gesehen, der wird leider hier nicht angezeigt, weil wir am Sonntag oder am Samstag, am Sonntag jetzt hier unterwegs sind, also am Wochenende. Das heißt also, es steht auch kein Kauf-Verkaufspreis hier dabei, weil einfach der Markt ganz klar geschlossen ist. Ihr seht es aber auch hier zum einen, die Preisgestaltung ist auch ganz transparent, liegt an dem Bezugsverhältnis von 1:0,01, bedeutet nichts anderes, dass wenn der DAX sich ein Punkt plus minus bewegt, das Zertifikat sich eben auch um 1 Cent plus minus dann bewegt. Das heißt also, es ist ein ganz transparentes Produkt, man kann es ganz einfach verstehen und ganz ähnlich wie bei CFDs dann eben die Sachen nachbilden. So, jetzt haben wir folgende Situation. Ich möchte jetzt folgende Bewegung haben. Also wir kommen nochmal zurück zum DAX. Ups, wo war ich jetzt? Moment. So, was haben wir hier? Da haben wir den DAX. So, da ist er. Also wir haben jetzt hier das Ziel, 400 Punkte, 200 Punkte Risiko auf der Unterseite. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage jetzt mal, ich will pro Punkt eine Bewegung haben von 5 Euro. Das würde also bedeuten, die 200 Pip Risiko, die ich hier ungefähr habe, sind also ein Risiko von 1.000. Ne? 5 Euro mal 200 sind eben 1.000 Euro Risiko, aber auf der Oberseite 2.000 Euro Chance an sich. Das heißt, ich müsste Zertifikate kaufen. Ihr erinnert euch, 1 Cent Bewegung im Zertifikat ist ein Punkt im DAX. Ich müsste also 500 Zertifikate kaufen, um die 5 Euro pro Punkt in meiner Position zu bekommen. Also 5 Euro plus minus 0, je nachdem, was der DAX macht. Das heißt also, wenn er dann hier von, wenn er jetzt hier von 15,2, ich runde es jetzt einfach mal auf 15,3 springt,
dann macht er sozusagen 500 Euro plus, ne, spielt er jetzt in die andere Richtung, also nicht in die Long-Richtung, sondern in die Short-Richtung, dann bin ich 500 Euro im Verlust. Um das Gleiche jetzt abzubilden auf CFD-Basis, vielleicht werden es viele von euch wissen, weil ich glaube auch hauptsächlich, dass die WOT-Teilnehmer sehr stark auch CFD-lastig sind, natürlich auch Optionen oder auch eben andere Derivate wie Futures. Das heißt also, ich müsste hier 5 Kontrakte, wenn wir jetzt vom CASA-DAX sprechen, es gibt natürlich dann schon CFD-Instrumente, die auch, ich will es jetzt nicht allzu komplex machen, aber die auch den Future-DAX, ich sag jetzt mal, handeln oder spielen. Ja, das heißt, hier wäre dann die Punktegestaltung eine andere, aber wenn ich einen normalen CASA-DAX-Kontrakt habe, dann ist das, wenn ich einen Kontrakt handle, 1 Euro pro Punkt. Das heißt, ich müsste 5 Kontrakte handeln. Und bei aktuellen Hebeln, die sich zum einen, also da kommen wir auch gleich zum Kapitaleinsatz, aber ich hätte dann mit diesen 5 Kontrakten genau das gleiche Ergebnis im Prinzip, wenn jetzt der DAX eben auf die 15,3 steigen würde, dann hätte ich auch meine 500 Euro plus, würde er ins Minus fallen auf 15,1, hätte ich auch die 500 Euro Verlust. Das heißt also, es ist exakt der gleiche Trade, aber es sind 2 verschiedene Instrumente. Deswegen meine Aussage von vorhin, je nachdem, ob ich jetzt hier den DAX einschätze oder irgendwelche anderen Werte. Wichtig ist die Einschätzung für einen Händler, wie er den Basiswert sieht und nicht welches Produkt er dafür nutzt, weil man hört dann doch schon immer mal wieder, dass viele Händler oder beziehungsweise Händler oder diverse Dienstleister auch in diesem Bereich natürlich schon Fans sind von einem Produkt. Das merkt man dann auch tatsächlich. Ich finde aber persönlich, davon muss man weg. Ja, man sollte den Leuten nicht sagen, hier, du kannst nur mit Futures irgendwie Geld verdienen, was ich persönlich als kompletten Quatsch empfinde, weil wenn du den Basiswert nicht einschätzen kannst, wenn du nicht weißt, wo der DAX hingeht, da kannst du mit Äpfel und Bieren handeln, wirst aber auch keinen Profit machen. Also es ist dann schon einfach problematisch, das so zu sehen und sich nur auf ein Derivat zu versteifen. Fakt ist, für Hebelzertifikate haben wir uns entschieden, weil die Situation für uns momentan, also unsere persönliche Meinung ist, dass es gibt keine andere Option aktuell, die, bei der man sich voll auf das Trading konzentrieren kann. Bin ich abgelenkt davon, mich auf Produkte zu konzentrieren, die eben zu dieser Verlustverrechnung zählen? Ich glaube, da wird einem, glaube ich, nur selber schwindig. So, jetzt kommen wir einfach nochmal zu diesem Kapitaleinsatz vor allem, der hier auch nochmal wichtig ist. Wir schauen deshalb nochmal auf die Produktseite von Morgan Stanley, also hier für dieses spezielle Zertifikat, was ausgewählt wurde. Und man sieht hier immer ganz schön die Wertpapierkennnummer. Wie gesagt, der Hebel, der wird hier leider gerade nicht angezeigt, aber wir können zum Beispiel das so leicht ableiten vom Preis des Zertifikats. Hat aktuellen Preis von 4,83 Euro. Das ist zumindest hier so der letzte Kurs von Freitag. Das heißt also, mal 500 bewege ich mich hier so ungefähr bei, müsste ich mal gucken, Mathematik, 2.500 Euro, ungefähr 2.400 Euro Kapitaleinsatz. Ja, ich sage jetzt mal, für dieses Potenzial oder für den potenziellen Verlust, eben von Verlustbereich 1.000 Euro und potenzieller Gewinn 2.000 Euro, wenn ich jetzt dieses DAX-Beispiel noch weiterhin nehme. Im CFD-Bereich, in der aktuellen Situation, ist es ja so, dass also der Hebel ist ja sowieso limitiert auf 30. Aber sogar beim DAX, also gerade bei den Indizes, werden häufig sogar auch nur Hebel zugelassen von 10. Das heißt also, der aktuelle Kapitaleinsatz, ja, bei einem Punktestand von 5 Euro pro Punkt, das müsste man jetzt hochrechnen, 15.000 mal 5 und dann geteilt eben zum Beispiel durch 10, eben um Hebel 10 zu bekommen. Also macht das jetzt einfach mal selber gerade im Kopf, aber ihr merkt schon selbst, wir kommen da weit um die 6.000, 7.000, 8.000, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da ungefähr richtig liege, aber auf jeden Fall sind wir deutlich höher als diese 2.400 Euro, die ich für diesen Trade einsetzen müsste. Und ihr merkt ja auch, das Risiko ist exakt das gleiche. 1.000 Euro Risiko im Verlustbereich, aber das Potenzial des Trades oder das Gewinnpotenzial ist exakt das gleiche. Also von daher macht sich das nichts. Ja, jetzt könnte man vielleicht meinen, okay, in den CFD-Plattformen One-Click-Trading, mittlerweile hast du von diversen Brokern die Plattform so optimiert im Zertifikatehandel, dass das sehr, sehr schnell geht. Von daher braucht man sich auch keine Gedanken zu machen. Gerade, ich sag mal, die meisten Händler, die vielleicht 2, 3, 4 Trades am Tag machen, also ist das auch kein Problem, ein Zertifikat sich rauszusuchen und das über den Tag verteilt flexibel zu handeln, wenn man vielleicht auch ein ganz aktiver ist, ja, ist das auch auf jeden Fall kein Problem. Also so viel mal zu diesem praktischen Beispiel. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Wenn ihr Fragen dazu habt, wir hatten es am Anfang erwähnt, stellt sie sehr gerne. Ich werde sehr gerne auf jeden Fall darauf eingehen. Auch natürlich zu Fragen, die rund um Heavy Traders eben auch sind. Jetzt kommen wir nochmal zu
ich sage jetzt mal sogar schon der Zusammenfassung, die ich ja auch noch mal für euch habe. So, jetzt hängt er hier leicht, oder was ist los? Ganz kleinen Moment. Hier. Will er jetzt oder will er nicht? Ganz kleinen Moment. So, da sind wir. Perfekt. Also, warum jetzt einfach nochmal wirklich zum Ende hin einfach nochmal diese Zusammenfassung, um das einfach nochmal deutlicher zu machen. Warum werden Hebelzertifikate aktuell bei Heavy Traders bevorzugt? Die Verlustverrechnung ist ganz klar der Hauptgrund dafür. Ja, also ich würde sogar behaupten, das muss man so sagen, wenn es diese Verlustverrechnung nicht gäbe, würden wir bei CFDs, Futures etc. halt bleiben. Wir sind aber der persönlichen Meinung, das macht in der momentanen Situation keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, das Zuschauen dort draußen, ich sag mal, zu zeigen, nahezubringen, sich hier zu freuen, dass man gewisse Gewinne macht und am Ende des Jahres wird abgerechnet. Und nicht nur wir, sondern auch unsere Zuschauer, sage ich mal, merken, okay, da ist irgendwas schiefgegangen in diesem Jahr 2021, weil das vor allem so wenig thematisiert wird. Also ich glaube, ich habe das mal gegoogelt, dieses Thema, finde 5, 6 Webseiten dazu, die eigentlich auch noch recht wirklich unberühmt sind jetzt dafür. Also von daher, so wirklich thematisieren wollte man das, glaube ich, nicht. Ich glaube auch, der Grund dafür ist mehr als klar, ja, warum das passiert, weil es einfach auch geschäftsschädigend ist, ja, für gewisse Bereiche. Dann einfach dieser Punkt, ne, den wir da auch mit dazu genommen haben, gerade CFDs, das ist einfach nochmal so ein weiterer Punkt, der einfach diesen Vorteil gerade mit sich bringt, ist einfach diese höhere Hebelmöglichkeit, das heißt einfach mehr Flexibilität. Nicht, weil wir es toll finden, mehr Risiko zu fahren, sondern es geht einfach um mehr Kapitalflexibilität, die im Handel natürlich schon sehr, sehr wichtig ist. So, dann handelbar bei jeder Bank und Broker, na, das hatte ich auch zwischenzeitlich mal gesagt. Fakt ist, also jeder, der uns dann logischerweise zuschaut und sieht, okay, ich sage jetzt mal, die Jungs hier, die handeln Hebelzertifikate. Ich bin ja sogar bei der Deutschen Bank, habe ich, glaube ich, ein Depot, obwohl ich das gar nicht wusste, aber das machen sie standardmäßig mit auf. Das heißt also, das ist sehr naheliegend. Ja, jeder weiß dann vielleicht auch hier, ihr seht es, dadurch, dass die Produkte börsennotiert sind, haben Sie dann auch eine Wertpapierkennnummer logischerweise, die ich ob bei einer Depotbank oder eben Broker, kann ich das einmal eintippen und eben kaufen und verkaufen. Dann ist es natürlich auch, ihr habt es gerade auch gesehen, ja, anhand des Beispiels, ein transparentes Finanzinstrument, was genauso leicht einzusetzen ist und genauso leicht verständlich ist. Lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster, vielleicht für diejenigen, die neu dabei sind, die müssen sich damit natürlich vielleicht ein bisschen länger beschäftigen. Aber es ist exakt so transparent von der Bewegung wegen einem festen Bezugsverhältnis wie CFDs, Futures und Co. halt. Ne? Und dann kommt auch die Handelszeit noch dazu, die für uns natürlich auch wichtig ist. Wir streamen zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr, haben es teilweise sogar bis 22 Uhr auch mal getan, um den US-Handel mitzunehmen. Der ist aktuell nicht so spannend. Wir warten aber auch, bis wir so ein bisschen voll besetzt sind, wollen dann auch zum Beispiel wieder die Handelszeit, also die sogenannte Primetime bei uns wieder aufnehmen bis 22 Uhr. Also ich will es jetzt nicht eigentlich so ausdrücken, aber wir machen gerade, finden wir persönlich schon gerade was Besonderes. Es geht ja auch, sag ich mal, um den Informationsfluss, den du in Echtzeit auch hast. Wie reagieren eben Händler auf gewisse Marktbewegungen? Wie setzen sie ihre Trades logischerweise um? Wie ist das Risiko und Money Management? Ich finde, darüber wird ja jetzt auch schon seit Jahren sehr, sehr stark philosophiert in der Theorie und so weiter und so fort. Natürlich gibt es Live-Tradings, wie auch hier bei der WOT, das ist ganz klar. Das ist, finden wir auch persönlich wirklich sehr gut. Also ich glaube, man muss sich auch als Händler oder diverser Dienstleister in dem Bereich auch schon so ein bisschen der Verantwortung stellen, den Leuten einfach auch zu zeigen, wie so ein Handelstag in echt tatsächlich aussieht, ja, mit Gewinnen und aber auch mit ganz klar Verlusten, die zu diesem Trading auch dazugehören. Und man am Ende dann eben auch aufzeigt, okay, wie ist denn das Ergebnis jetzt pro Jahr gewesen? Zum Beispiel jetzt kannst du mal bei mir sagen, ich will jetzt aber nicht für die Kollegen sprechen. Das Jahr fing eigentlich bei mir wirklich super an. Das war ja also jetzt zwischen September eben, wo wir mit den Hebelzertifikaten angefangen haben, kam ich da zeitweise auf 50% im Devisenbereich, bin dann aber, und da spiele ich auch mit ganz offenen Karten, Entschuldigung, die letzten 2, 3 Monate so wirklich mit dem Markt an meine Grenzen gestoßen, musste dann deutlicher abgeben und bin dann ungefähr auf 21% rausgekommen, was das Jahresergebnis angeht. Sorry. Seht ihr da, das verschlägt mir sogar selber die Sprache. Nein, 21%, dafür muss man sich jetzt auch nicht schämen, ja, im Plus. Aber ich muss ganz klar sagen, ich bin da schon etwas besser gewohnt.
Aber der Markt gerade im Devisenbereich die letzten 2-3 Monate, der war halt, wie er ist. Ja, und meine Position haben dadurch mir, also die ich da die letzte Zeit eben eröffnet hatte, mir schon einiges eben an Verlusten beschert. Aber es beginnt jetzt sozusagen ein neues Rechnungsjahr für mich und es geht auch weiter. Wenn ihr wissen wollt, ja, was eben die, ich sag jetzt mal Kollegen, hier dann auch fabrizieren, hier bei uns live auf dem Trading Floor, schaltet auf jeden Fall ein, ne, zwischen Montag und Freitag, 8.30 Uhr sind wir da. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zum Abschluss, dann kommen wir auch direkt zu den Fragen. Ihr merkt es auch, mein Computer, der wird hier irgendwie gerade langsamer und ich weiß nicht warum. Aber es geht darum, euch, ich sage jetzt mal so ein kleines Goodie, also fürs Zuhören, ja, dass ihr es so lange ausgehalten habt, hier mitzugeben. Heavy Traders Plus ist die Mitgliedschaft, die, ich sage jetzt mal, alle Vorteile mitbringt, die man so bei Heavy Traders eben bekommen kann. Ihr könnt auf die einzelnen Händlerkanäle zum Beispiel auch schalten. Man sieht natürlich jederzeit den Monitor. Also es ist so ein interaktiver Vorteil. Live-Chat mit den Händlern, volle Trade-Transparenz, die Trade-Listen kann man einsehen, die Performance. Man kriegt aber auch vor allem mit, gerade wenn es jetzt hier darum geht, ich meine, 10 Stunden am Tag kann uns hier keiner, ich sag mal, zuschauen. Wenn es so ist, dann hat er auf jeden Fall die Zeit, dann ist das auch toll, das finden wir auch super. Aber ich glaube, die meisten, die machen das natürlich dann schon hauptsächlich nebenberuflich und sind dann auch ganz froh, dass wir sie dann auch außerhalb, wenn hier eben was passiert. Ja, weil, ich meine, wir machen ja jetzt hier auch nicht jede Sekunde, das heißt zwar Heavy Traders, aber wir haben hier schon eine Haltedauer im Durchschnitt von einem Trade zwischen ein, zwei Handelstagen. Ja, teilweise sogar ein bisschen länger, was die Trades betrifft. Also es ist eher so der Swing-Trading-Bereich, den unsere Händler hier so hauptsächlich fabrizieren. Der Samir als Beispiel, der im DAX-Bereich auch früher mal so fast den Scalping-Ansatz, würde ich sagen, mitverfolgt hat, versucht das auch teilweise. Aber es liegt natürlich schon daran, dass mit den Hebelzertifikaten das auch definitiv umsetzbar wäre, wenn man das vorher sich irgendwie absteckt. Aber aktuell hat er sich dann doch gerade aufgrund der Marktbewegung, und ich glaube, ihr habt es ja auch mitgekriegt, der DAX bewegt sich in diesem Jahr so um die 600, 700 Punkte auf und ab. Ja, das ist natürlich im Swing-Bereich dann schon etwas schwieriger. Hatte jetzt aber trotzdem nicht, ich sage jetzt mal, damit zu tun, dass jetzt da irgendwie ein Minus rauskam. Ganz im Gegenteil, also die Performance war da im Prinzip solide. Aber wie gesagt, schaltet da selber drauf oder bei uns ein und dann bekommt ihr das definitiv auch mit. So, dann geht es natürlich bei uns jetzt darum, die Regie wird das hier mit Sicherheit auch mit einblenden, den Gutscheincode. Ihr könnt euch einfach für die Plus-Mitgliedschaft registrieren. Ja, da gibt es einmal so ein Wochenticket, dann gibt es ein Monatsabo, in dem man das halt eben hat. Na, diese Heavy Traders Plus-Mitgliedschaft ist aber auch komplett unverbindlich, weil man jederzeit kündigen kann. Also jetzt kein Abo für ein Jahr oder sonstiges. Wir wollen schon, dass die Leute flexibel sind, weil ich kann mir vorstellen, dass man nicht jeden Monat irgendwie hier auch dabei sein kann, sondern vielleicht ganz flexibel seinen Zeitraum eben auswählt. Wann möchte ich den, sag mal, Heavy Traders folgen und wann vielleicht nicht oder eben ihn zuschauen beim Handel. Wir möchten es aber trotz alledem noch unverbindlicher machen, nämlich indem wir euch einfach diesen ersten Monat schenken oder generell einen Monat schenken, weil wenn ihr euch registriert, ja, mit diesem Gutscheincode WOT2021, dann bekommt ihr natürlich nichts abgebucht oder sonstiges. Man bekommt dann einen Monat gratis. Ihr könnt dann auch sofort kündigen. Von mir aus ist das auch gar kein Thema. Kann man jederzeit tun, wie gesagt. Dann wird auch diese Mitgliedschaft nicht fortgeführt. Ja, aber dann habt ihr definitiv mal 30 Tage voll und ganz kostenfrei und könnt euch selbst davon überzeugen, ob das gut ist, was wir hier tun oder nicht. Ja, also so viel davon. Die Information, ne, hier unter der Webseite, das ist auch alles gültig bis zum 24.10. Ein kleines Geschenk von uns im Prinzip an euch und als Dankeschön, dass ihr ja mir so weit zugehört habt. Und ich bin eigentlich dann auch so weit durch. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Timing, weil wir jetzt noch ein paar oder eine gewisse Zeit für Fragen haben, dann liebe Bianca, am Ende gerade einfach nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen haben solltet, einmal zu Heavy Traders. Ganz klar, wir sind telefonisch erreichbar und natürlich auch per E-Mail. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, aber wenn es vielleicht auch noch Produktfragen gibt, also wir sind jetzt vielleicht die schlechten Produktansprechpartner, um hier neben unserem Trading das Produkt zu erklären. Deswegen, ich hatte das vorher mit Morgan Stanley sogar abgestimmt. Der hat gesagt, ja, finden wir super. Die Zuschauer sollen sich gerne per E-Mail oder telefonisch eben melden, wenn es da noch Fragen gibt zu eben Zertifikaten und Co. Und davon gibt es ja eben auch einige, um da einfach eine gewisse Transparenz oder mehr Transparenz zu bekommen. Soweit von meiner Seite. Jetzt bin ich dann eigentlich auch schon durch soweit.
Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Dann würde ich einfach sagen, warten wir jetzt nochmal auf die Fragen, die vielleicht reinkommen, und auf die gehe ich dann ganz gerne noch ein. Dankeschön, lieber David. Du bist da wirklich super durchmarschiert. Genau, nimm erstmal einen großen Schluck Wasser, dass deine Stimme wieder Kraft bekommt. Also das war eine tolle Erläuterung, wie Zertifikate funktionieren. Ja, und diese Verlustverrechnung, die war auch bei uns häufig Thema dann in unserer Zertifikate-Rubrik, die wir bei NTV haben. Das beschäftigt ja schon wirklich sehr viele. Wir haben auch ein paar Fragen, das ist wirklich toll. Und die erste stelle ich mal direkt, die kommt von Benjamin. Und er fragt, Zertifikate sind aufgrund der Suche und Nichthandeln aus dem Chart viel träger als CFD. Macht minütlicher Handel mit Zertifikaten überhaupt Sinn? Da sprichst du auf jeden Fall etwas an, Benjamin, was ich auch, ich glaube, irgendwann mal zwischen den Zeilen auch gesagt hatte. Na, es gibt im CFD-Bereich diesen One-Click-Trade, also dieses One-Click-Trading, diesen Ein-Click-Handel. Und das stimmt natürlich. Ja, bei Zertifikaten musst du dein Zertifikat erstmal raussuchen. Gerade bei aktiven Tradern, also so bezeichnen wir uns ja auch selber, dass wir schon in gewisser Weise aktiv sind. Wir suchen uns einfach das Zertifikat vorher aus. Ja, das heißt, wenn der Handelstag beginnt, suchst du dir ein Zertifikat Long, ein Zertifikat Short aus und kannst das dann schon wirklich sehr, sehr zügig eben umsetzen, diesen Trade. Ja, weil wir auch der persönlichen Meinung sind, oder das passt auch zu unserer Handelsstrategie, dass dadurch, dass wir jetzt unseren Zielbereich nicht bei 2-3 Punkten im DAX festmachen, sondern dann natürlich schon eine größere oder eine längere Wegstrecke handeln, spielt dann vielleicht ein Einstieg, und das ist ja eigentlich auch ein Münzwurf, den du da machst, plus minus 5 Punkte, gar keine Rolle. Wenn man aber so wie der Benjamin, ich glaube, das ist das, was er machen will, im Punktebereich oder im Minutenchart aktiv ist, ja, wobei ich das so ein bisschen umstritten finde, aber jeder hat natürlich seinen Handelsansatz, ist klar, dann muss ich ganz klar sagen, also da muss man dann schon auf Zack sein, ja, um das mit Hebelzertifikat umzusetzen. Was macht ihr denn, David, wenn ihr das Zertifikat vorher aussucht, wie du das gerade sagst? Nehmt ihr Aktien als Grundlage, als Basiswert, oder handelt ihr auch viel mit Indizes? Also welche Zertifikate-Rubrik nehmt ihr? Also wir sind komplett breit, also an allen Märkten unterwegs, ja, jeder Händler für sich. Also wir haben einen Rohstoffhändler, wir haben einen Aktienhändler, wir haben einen Indexhändler, einen Aktienhändler, der spezialisiert ist auf Tech- und Gaming-Werte, und bei mir halt Devisen. Ne? Das heißt, wir decken eigentlich soweit alle Märkte hier ab bei uns. Kryptos sind sogar auch dabei. Da ist unser Aktienhändler auch so ein kleiner Fan davon und macht da auch so ein paar Trades eben im Bitcoin zum Beispiel Bereich. Fakt ist auf jeden Fall, dass er dafür, und das muss ich auch sagen, weil ich habe ja auch gesagt, ne, dass der Großteil, also 90%, das passiert auf Zertifikate, also auf Zertifikaten bei uns, und eben 10% haben wir immer noch CFDs, und das ist zum Beispiel, dass wir bei Kryptos auch noch CFDs nutzen. Jetzt kommen wir einfach nochmal zu diesem Punkt bei den Zertifikaten, jetzt zum Beispiel auf Aktien, oder Bianca, ich die Frage war jetzt nochmal genau, sorry, weil ich habe mich... Nee, das war jetzt nur meine Nachfrage, ne? Weil es davor ja darum ging, um dieses minütliche Handeln, ob es Sinn macht. Und du sagtest, wir sortieren oder wir schauen uns die Zertifikate vorher an und nehmen uns eins raus. Und es kam auch von Benjamin noch die Nachfrage, ob denn auch ein Handel mit Indizes bei Zertifikaten minütlich Sinn macht. Mhm. Und daher nur die Frage, ob ihr auch Indizes, also Partizipationszertifikate, Indexzertifikate, welche ihr da bevorzugt nehmt. Aber du sagst ja, ihr seid da sehr breit aufgestellt. Richtig, genau. Jawohl. Mhm. Und auch dann gibt es keinen Unterschied, wenn man so schnell rein und raus möchte, ob es jetzt ein Zertifikat auf einen Index ist oder ob es ein Zertifikat mit einem klassischen, mit welchem Basiswert auch immer. Genau, also es hängt dann halt wirklich von der Strategie des Händlers ab, ne? Weil du hast, also ich hatte vorhin das auch ganz kurz angesprochen, die Scalping-Strategie beim Samir, da hast du dann schon eher so den Zwang, dass du dich besser mit einem Zertifikat ausstatten musst, schon bevor du überhaupt einen Trade aufmachst. Das heißt, zum Handelsbeginn
suchst du dir ein Long, ein Short-Zertifikat aus, was ungefähr in diese Range passt, ja, wo sich der Basiswert eben bewegt. Das kann der DAX sein, das kann eine Aktie sein, das kann ein Rohstoff sein, Gold etc. Und dann hast du ja gewisse Einstiegsmarken, die man ja auch, ich glaube, im Minutenbereich ist das ja dann genauso, 5-Minuten-Bereich, wie auch immer, die du dann schon im Kopf hast. Und wenn diese dann eben erreicht werden, ja, dann holst du das Zertifikat, das sind ja da zwei Wertpapier-Kennnummern, gibst du dann in die Ordermaske ein, deine Stückzahl hast du meist eh schon vorgegeben und drückst dann auf den Kaufbutton. Ja, das ist auch eine Marktausführung. Das geht auch recht schnell. Ne? Ich weiß, dass ich glaube, es geht um, was der Benjamin auch so meinte, ist, das ist ja schon so eine Sache der Bequemlichkeit. Ich bin ja auch ein Fan absolut von der Bequemlichkeit und es soll so leicht sein wie möglich und so schnell wie möglich. Um jetzt aber dieses Thema der Verlustverrechnung eben ausgemerzt zu bekommen, ist der Punkt mit den Hebelzertifikaten und vielleicht dann eben zwei Klicks zu machen statt einem, mir dann eben doch lieber das Hebelzertifikat dafür zu nutzen. Benjamin fragt doch nochmal nach, ob denn bei dieser Strategie und bei Zertifikaten auch Stop-Loss und Take-Profit gut funktionieren. Haltet ihr euch daran? Setzt ihr immer Stop-Loss und wie funktioniert das bei euch? Immer, das machen wir immer. Also wir geben auch diese, ich sag mal, diese Schwellen, wo wir, also ich nenne es mal ganz gerne so dieser Make-it-or-break-it-Punkt. Das heißt also, wenn wir dieses DAX-Beispiel jetzt nochmal nehmen, ne, aktuell 15.200 Punkte und ich will nicht, dass er unter die Marke von 15.000 fällt, dann muss ich das ableiten auf den Kurs des Zertifikats, gibt das meinem Broker schon vor, wo ist die Stop-Loss, der Stop-Loss-Wert, ja, für dieses Zertifikat, wo soll mein Broker das verkaufen? Und auf der Oberseite genauso. Ja, kann ich das ja genauso festlegen. Mein Gewinnziel liegt dann bei dem Zertifikat. Wir hatten es ja vorhin gesehen, ich glaube 4,80 € war das ungefähr. Das heißt, 400 Punkte jetzt im Plus würde konkret bedeuten, 4 € draufschlagen. Das heißt, 8,80 € wäre dann so ungefähr das Ziel im Zertifikat. Das kannst du beim Broker alles vorgeben. Es gibt bei den Hebelzertifikaten ja sehr viel Risiko, was man reinnehmen kann. Ja. Man kann einen kleinen Hebel setzen, man kann einen großen Hebel setzen. Und du hast ja vorhin auch über Verluste und das Risikomanagement gesprochen. Wie differenziert haltet ihr das? Wie genau guckt ihr euch die verschiedenen Dinge an und sagt, hier, da gehen wir mit einem hohen Hebel rein, da nehmen wir den Hebel etwas zurück? Also wir haben eigentlich uns darauf verständigt, das hängt jetzt aber auch wieder von jedem Händler einzeln ab, dass er einen recht, also ich sag mal, so einen Hebelfaktor hat, der immer recht identisch ist. Bei mir ist das zum Beispiel, und ich kann jetzt auch gerade nur für mich sprechen, im Devisenbereich immer ein Hebel zwischen so 35 und 40. Das klingt extrem viel, ist es aber nicht, weil im Devisenbereich hast du nicht so extreme Ausschläge, außer es ist mal irgendwie ein Black Swan Event, darf man natürlich nie ausschließen. Fakt ist aber, dass du da Devisen sich, also generell pro Tag, ich sag mal, so eine Schwankungsbreite haben von, wenn überhaupt, 0,5 oder 1%, was schon sogar auch recht viel ist, dann sogar mit einem Hebel von, ich sag mal, 35 hast du dann in deiner Position eine Chance oder ein Risiko von 30-35%, was komplett hinnehmbar ist. Im Aktienbereich ist es dann schon wieder anders. Da nehmen die Kollegen, also ich sage es jetzt einfach mal so ungefähr vorweg, aber wie gesagt, ihr könnt gerne einschalten, um das dann einfach auch mal mitzubekommen hier live, so einen Hebel von ungefähr 5-10, ja, ist dann akzeptabel. Und man merkt ja dann auch schon selber, also das ist jetzt kein hohes Risiko. Und es kommt ja dann auf den Hebel, finde ich persönlich, immer sehr nebensächlich an. Also es ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich meist einfach nur wirklich wissen will, was bewege ich, wenn, und da nehme ich immer ganz gerne dieses DAX-Beispiel, weil es einfach zu verstehen ist, was habe ich für ein Risiko pro Punkt? Ja, wenn ich so und so viele Zertifikate kaufe, dann ist es vielleicht für mich wichtig, wenn ich ein Konto habe von 20.000, vielleicht pro Trade auch nur 2.000 € zu riskieren. Und das ist auch im CFD-Bereich sogar aktuell etwas schwierig, weil wenn ich eben diese 5-Euro-Punkte-Bewegung haben möchte, dann bist du weit über 7.000-8.000 €, die du dafür hinterlegen musst. Das heißt, es schränkt dich in der Flexibilität ein. Sicherst du dich denn auch ab mit deinen Positionen oder wie sichert ihr euch ab? Gerade auch, weil du ja doch eher in einem anderen Hebelbereich bis 40, 45, wie du sagst, unterwegs bist. Definitiv. Also ich habe zum Beispiel immer ein, ich würde schon sagen, fast fixes Risiko in Euro. Also nicht wirklich in, ich gucke mir das Zertifikat an,
und sehe dann, dass da ein Preis ist von, ich sage jetzt mal 4 Euro, und jetzt kann ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein niedriger Preis und jetzt kann ich es so lange laufen lassen, bis das komplett wertlos verfällt. Das mache ich definitiv nicht, das ist kompletter Quatsch. Im Regelfall habe ich zum Beispiel so eine feste Zertifikate Anzahlgröße von 700. Das heißt also, bei meinem Zertifikatepreis, der im Devisenbereich so ungefähr bei 2 Euro, 2,50 Euro liegt, riskiere ich halt ungefähr so um die auch 1.800, 2.000 Euro. Und nicht, ich riskiere sie nicht, sondern das ist mein Kapitaleinsatz, aber mein Risiko liegt meist bei ungefähr 300, 350 Euro pro Trade. Hat damit zu tun, dass diese Anzahl von 700 einfach nur bedeutet, jetzt müsste ich ein Beispiel im Devisenbereich bringen, dass ich pro Pip, ne, im Devisenbereich hast du meist, also Euro ist Dollar als Beispiel, 4 Nachkommastellen, und die 4. Nachkommastelle wird als Pip bezeichnet. Und wenn ich jetzt eine Bewegung habe im Pip, also plus minus 1 Pip, dann bewegt sich im Zertifikat auch zum Beispiel das Zertifikat um plus minus 1 Cent. Also auch hier sehr transparent, aber mein Risiko ist ganz klar, also deutlich, deutlich vor irgendeinem Wertverlust schon abgesteckt. Und das mache ich auch mit der Variante, die ich vorhin gesagt hatte, dass der Stop-Loss beim Broker hinterlegt wird. Also du musst dann einfach den Basispreis nehmen und wo steht dann ungefähr, ich sage jetzt mal, dass der Zertifikatepreis, und gibst dann diesen Stop-Loss-Wert dann eben, also diesen Zertifikatepreis dort an. Ja, da, wo sich deine Linie befindet, wo du sagst, okay, das habe ich so nicht eingeplant für diesen Trade, dort muss auf jeden Fall die Position dann raus. Also ich hoffe, das war ansatzweise verständlich. Ja, der Benjamin fragt auch noch, manchmal ist ja der Zertifikatewert anders als der Basiswert an der Börse. Daher ist die Zielsetzung so schwierig. Wie gehst du denn mit der Zielsetzung um, und an welcher Börse kauft ihr denn am besten Zertifikate? Also wir kaufen dann, das Letzte zuerst, wir kaufen eigentlich direkt im Direkthandel. Also wir machen das meist nicht über, zum Beispiel die Börse Stuttgart ist ja auch eine sehr beliebte Börse für den Derivat. Also wir machen das eigentlich direkt mit dem Emittenten, hat meist damit zu tun, dass es einfach günstiger ist. Ja, deswegen machen wir das im Direkthandel. Jetzt hatte ich aber, wenn ich ehrlich bin, Bianca, so den ersten Ansatz nicht verstanden der Frage. Also wenn es jetzt um diese Gewinnzone geht, das habe ich nicht verstanden. Ja, er schreibt, manchmal ist der Zertifikatewert anders als der Basiswert an der Börse. Daher ist dann da die Zielsetzung schwierig. Das ist ja immer so. Also zum einen geht es ja darum, dass du diesen Hebeleffekt hast, und natürlich, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, rein in den DAX, und wir können ja gerade nochmal, lass uns das vielleicht auch gerade mal hier in dem Chart nochmal machen, so ein bisschen Zeit haben wir ja. Also wenn ich jetzt hier eine DAX hätte, eben in diesem Punktebereich von 15.200, und ich hätte jetzt keinen Hebel, ja, dann bräuchte ich jetzt ungefähr 15.000 Euro, diesen DAX jetzt zu handeln auf der Long-Seite, also habe jetzt sozusagen dann eben keinen Hebel, ja, um 1 Euro pro Punkt zu haben an Bewegung. Wenn das jetzt per Zertifikat gehandelt wird, natürlich hast du dann im Zertifikat einen deutlich geringeren Preis, weil das an sich dann der Hebeleffekt ist. Du brauchst also deutlich weniger Kapital. Jetzt muss man einfach nur Folgendes machen, und das ist dann diese Umrechnung, die ich ja auch vorhin in diesem Beispiel erklären wollte. Vielleicht war das dann nicht ganz so deutlich. Also, wenn ich jetzt ein Risiko habe, oder da geht es ja auch genauso auf der Oberseite um das Gewinnziel, ein Risiko von 200 Punkten. Nochmal Bezugsverhältnis bei Hebelzertifikaten ist ja fix, ja, 1 zu 0,01. Das heißt, bewegt sich der DAX um einen Punkt plus minus, bewegt sich das Zertifikat um plus minus 1 Cent. Also da gibt es auch kein anderes Szenario. Es ist einfach so. Deswegen ist das ganz einfach zu rechnen. Wenn sich jetzt der DAX eben 200 Pip in meine negative Richtung bewegt und mein Zertifikat kostet 4,80 Euro, ne, 1 Cent mal 200 sind im Prinzip 2 Euro, dann hast du aus 4,80 Euro nur 2,80 Euro gemacht. Heißt, du hast ganz konkreten Verlust von 2 Euro gemacht. Also das ist, und auch auf der Oberseite dann genau das Gleiche. Ne? Wie vorhin gesagt, also jetzt der aktuelle Preis, 4,80 Euro war das bei meinem praktischen Beispiel. Auf der Oberseite das Ziel von 400 DAX-Punkten. 400 mal die 1 Cent sind 4 Euro. Das heißt, auf 8,80 Euro müsste dann ungefähr das Zertifikat ansteigen. Und das ist dann eigentlich auch fix. Also wenn man das beobachtet durch das feste Bezugsverhältnis, ist das eine ganz runde, transparente Sache.
Dankeschön, David. Wir hoffen, Benjamin, das hat deine Fragen beantwortet. Ganz lieben Dank für deinen Beitrag auch. Und ja, David, danke schön, dass du da warst, dass du uns das so genau alles erklärt hast. Und ich hoffe, das war genau. Ich denke schon. Wer noch Fragen hat, kann dich ja auch direkt kontaktieren. Sehr gern, jederzeit. Also bei Heavy Traders bitte einfach melden, heavytraders.live, kostenfreies Mitglied werden. Oder da nochmal der Hinweis, wir laden euch ganz herzlich ein. Die Plus-Mitgliedschaft, da sieht man halt wirklich alles, sieht alle Vorteile und kann dann entscheiden, ob das was eben für euch ist oder halt eben nicht. Prima, wir haben jetzt auch den Gutscheincode nochmal eingeblendet. Klasse. Der steht hier auch nochmal im Chat. Dankeschön, David, hab noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Vielleicht bleibst du ja auch dabei und hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mach's ganz gut. Dankeschön, Bianca, vielen lieben Dank. Gerne. Grüße. Tschüss. Und wir machen hier jetzt gleich weiter. Stefan Fröhlich ist schon da, habe ich gesehen. Und gleich geht's um 12 Uhr dann mit Stefan weiter. Bis gleich.